Peter Knebel, Sportvorstand, ist uns jetzt live zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen auch an Sie zur Lage der Liga. Wo stehen Sie denn da? Ist ja eine traumhafte Kulisse, fast so schön wie in Berlin, aber nicht ganz so schön. Gibt es in den Gelsenkirchen was Schöneres zu zeigen als unsere Felddienstarena? Ich glaube nicht. Deswegen ein Buongiorno und ein herzliches Glück auf aus Gelsenkirchen, Frau Maceri und Herr Straten. Buongiorno, Herr Knebel. 2:2 gegen Gladbach, also Glückwunsch zum allerersten Bundesliga-Punkt. Oder darf man sagen, man hat den Sieg sogar verspielt? Nein, ich glaube, das wäre jetzt wirklich anmaßend, wenn man sieht, wie der Sieg zustande gekommen ist. Aber ich glaube, Walter Straten hat es gerade gesagt, es war ein wackeliger Sieg. Ja, das stimmt, aber vor allen Dingen hat unsere Arena hat gebebt, sie hat gewackelt. Und das dank unserer fantastischen Fans, die uns einfach auch zu diesem Punkt gewinnen. Nach dem Rückschlag, den wir in der zweiten Halbzeit erlitten haben, in dem wir in Rückstand geraten sind, getragen haben. Das war ein Sieg der Fans, das war ein Sieg des Stadions, des Standorts. Insofern habe ich gerade gesagt, es fühlt sich eben wie ein Sieg an, weil am Ende es doch sehr, sehr dramatisch war. Ich glaube, dass unsere Fans, dass unser Stadion gestern auch gezeigt hat, dass wir in die erste Bundesliga gehören und dass wir eine absolute Bereicherung sind und etwas, was man in der Bundesliga eigentlich immer sehen sollte. Definitiv eine unglaubliche Stimmung auf Schalke. Würden Sie sagen, ohne die Fans hätte Schalke gestern diesen Punkt geholt? Oder wie wichtig sind die Fans tatsächlich auch für Schalke? Ja, sie sind bei uns schon maximal wichtig. Das ist schon so. Es ist aber ein Miteinander. Und es ist eben nicht nur ein gemeinsam mit den beiden Gelsenkirchener Buchstaben großgeschrieben, sondern es ist eben auch ein geschlossen. Und gemeinsam sind wir in das Spiel reingestartet, aber wir sind eben auch nicht auseinandergefallen, als der Rückstand da war. Die Reaktion der Fans nach dem 1:2 war großartig. Und ich glaube, gerade unsere Aufstiegshelden, 5 an der Zahl, die wir gestern auf dem Platz haben, die haben gewusst, da ist noch was drin, da kommt noch was. Und das beseelt die Mannschaft natürlich auch mit einem Glauben, dass wir in diesem Stadion und auch scheinbar Unmögliche schaffen können. Und dazu hat der legendäre Sieg nach 0:2 Rückstand gegen St. Pauli, der uns zum Aufstieg gebracht hat, natürlich wesentlich beigetragen. Herr Knebel, bei aller Begeisterung für den Punkterfolg gestern und die tolle Stimmung, wir müssen trotzdem einmal reden. Torwart Schwolo gestern gepatzt, in Köln schon einen Patzer gemacht. Geben Sie ihm noch länger Zeit auf Schalke oder gibt es da schon Torwart-Diskussion? Ja, also bei aller Freude über den Punkt, das war in Tat und Wahrheit eben auch nur ein Punkt. Und wir haben gestern gesehen, wie viel wir investieren müssen, damit wir in dieser Liga mithalten können, wie viel Kilometer wir laufen müssen und wie wir alle miteinander besser werden müssen. Und ich denke auch, die Aktion von Alex ist ein Zusammenspiel, das ich eben erst finden muss. Wir haben vorhin einen anderen Torwartfehler gesehen, der auch zu einem äußerst unglücklichen Gegentor beigetragen hat. Aber Alex ist erfahren genug. Er hat in Freiburg schon gezeigt, dass er mit solchen Situationen bestens umgehen kann. Er ist vom eigenen Mann, von Alex Kral ist er behindert worden. Und da sieht man halt, dass sich diese ganzen Prozesse, vor allen Dingen die nahe beim Tor, einspielen müssen, weil da der Druck maximal ist. Aber ich denke, wir haben überhaupt keine Torwartdiskussion auf Schalke. Wird Schalke denn auf dem Transfermarkt, unabhängig jetzt vom Torwart oder vielleicht doch noch ein Torwart, noch mal zuschlagen? Geht ja ein paar Tage was mit Einkäufen. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade beim Torwart sicherlich nicht, da sind wir bestens bestückt, auch in der Breite. Aber natürlich ist das jetzt gerade so eine Phase, die man hat, in der man beides tun muss. Das heißt, auf der einen Seite die Mannschaft, die ja wirklich auch wieder ziemlich komplett neu zusammengestellt worden ist, dass die sich einspielt. Und auf der anderen Seite sind für uns noch ganz wichtige Entscheidungen auf dem Transfermarkt zu tätigen. Da ist Rufen Schröder natürlich mit aller Vehemenz dran. Und die 2 Wochen, die wir jetzt vor uns haben, die werden sehr, sehr spannend, sehr interessant werden. Und auch mit maximalem Druck, das ist klar, weil wir natürlich noch tätig werden wollen, vor allen Dingen was die Abgabe betrifft. Aber ob wir dann nachher noch mal was dazu nehmen, was für die Medien ja immer interessanter ist, wie ich feststelle, das wird sich dann noch zeigen. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass wir am Kader sicherlich noch etwas machen werden, machen müssen. Die Zeit
läuft uns nicht davon. Wir haben noch genug davon, aber wir wissen auch, dass wir da was tun müssen. Und ich sehe uns aber für den Endspurt im Transfergeschäft, sehe ich uns bestens gerüstet. Ja, wir werden das genau verfolgen, Ihren Endspurt im Transfergeschäft. Schneller Themenwechsel, der Videoschiri. In der vergangenen Woche nach dem Spiel in Köln haben Sie die Macht der Videoschiris kritisiert, weil Ihr Spieler Drexler nach einem Foul eine sehr harte rote Karte bekommen hat durch das Eingreifen des Videoschiris. Gestern wiederum hat der Videoschiri zumindest dafür gesorgt, dass es noch den Elfmeter zum Ausgleich gab. Sind Sie jetzt versöhnt mit dem Videoschiri und diesem Thema? Also grundsätzlich gilt zu sagen, wer wie ich mit seinem Papa, der Schiedsrichter, jahrzehntelang Schiedsrichter war, über die Kreis- und Bezirkssportanlagen gereist ist und seinen Vater gegen die motzende Meute außenrum, weil der Schiedsrichter immer Anlass zu Diskussionen gibt, reist, der weiß, dass es von mir nie eine unberechtigte oder auch polemisierende Kritik geben wird. Wer dann aber Verantwortungsträger ist von einem mittelständischen Unternehmen mit 400 Mitarbeitern, der muss in Situationen, wenn Fehlinterpretationen der Rolle dazu führen, dass man selber benachteiligt wird und das nicht zum ersten Mal, sondern wie wir in Bremen ein zweites Mal, dann muss der eben auch seine Stimme erheben und das so äußern. Denn aus meiner Sicht war das, sonst hätte ich es ja auch nicht gesagt, nicht in Ordnung. Was aber auch klar ist, und das würde, glaube ich, jeder Schiedsrichter, so habe ich Sie kennengelernt, als ich für Sie vor allen Dingen in der Schweiz verantwortlich sein durfte, jede Aktion ist trotzdem für sich selber zu beurteilen. Und von dem her ist die Entscheidung gestern richtig gewesen, wie einige andere an diesem Spieltag übrigens auch. In unserem Fall war es dramatisch und es gehörte sich angesprochen. Gestern war das eine sehr, sehr gute Leistung von Herrn Jablonski. Und ich glaube auch, die Rolle des VAR ist richtig interpretiert worden. Das haben alle Gegner und natürlich auch die Heimmannschaft genauso akzeptiert und auch zu Recht angesprochen. Und von dem her gibt es keine Versöhnung, sondern es gibt nur dann eine Ansprache von Missständen, wenn man die für sich und für andere gesehen sieht. Und jede einzelne Aktion muss immer für sich selber beantwortet werden. Aber wenn wir solche Schiedsrichterleistungen haben wie gestern hier bei uns in der Arena, glaube ich, dann sind wir alle sehr, sehr froh. Und dann gehört sich eben auch gesagt, dass das mal gut gewesen ist. Können wir so stehen lassen, Herr Knebel. Sie haben ja als Sportdirektor des Schweizer Verbandes Martina Voss-Tecklenburg eingestellt gehabt als Schweizer Trainerin. Der Hype des Frauenfußballs ist nach der EM in England aktuell. Gucken Sie dennoch aktuell lieber den Männerfußball zu oder mittlerweile schon den Frauenfußball? Nein, natürlich weiß ich, wo mein Hauptaufgabengebiet ist. Was nicht heißt, dass der Frauenfußball und die Entwicklung für uns auf Schalke nicht ein sehr, sehr wichtiges Feld ist, dem wir uns vor allen Dingen in der nächsten Zeit sehr, sehr intensiv widmen werden. Natürlich verfolge ich Martina Voss-Tecklenburgs Weg sehr, sehr aufmerksam. Es ist immer schön, wenn man eine bestimmte Etappe von einer Karriere mitgestalten konnte. Ich freue mich sehr für Sie. Ich freue mich aber auch vor allen Dingen für unsere Spielerinnen und für den gesamten Frauenfußball in Deutschland. Und ich hoffe, am 17.09., wenn der Auftakt der Frauenbundesliga ist, gucken auch da ganz, ganz viele hin. Ich werde das auf jeden Fall tun und freue mich dann darauf, dass ein Teil dieser Euphorie aus England mit rüberschwappt und in Deutschland seine Fortsetzung findet. Dann schauen wir mal, was Sie jetzt zu unserer Stimmt- oder Stuss-These sagen, Herr Knebel. Und die lautet, Peter Knebel wird Martina Voss-Tecklenburg zur ersten Trainerin in der Bundesliga machen, sofern Schalke einen neuen Coach braucht. Stimmt oder Stuss? Nein, ich glaube, schnell überlegen. Ich würde sagen, aus meiner Sicht könnte beides sein. aber ich würde jetzt gerade erst mal sagen, Stuss, weil die Vertragssituation von Martina Voss-Tecklenburg und Frank Kramer so ist, dass das wahrscheinlich nicht aneinander vorbeigeht. Und von dem her hoffe ich, dass sie ihren Vertrag erfüllt und verlängern wird. Und wir hier mit Frank Kramer in die nächsten zwei erfolgreichen Jahre und vielleicht auch darüber hinausgehen. Also heißt, Sie würden Martina Voss-Tecklenburg nicht als Schalke-Trainerin einstellen? Es wird sich zeigen, wie sich die Welt entwickelt. Ich glaube, bis dahin ist noch einiges hin. Und wir werden sehen, wie es ist. Ich glaube, es wäre nicht richtig, Martina Voss-Tecklenburg dem Frauenfußball, der jetzt am Beginn einer tollen Entwicklung ist, jetzt zu entziehen. Und von daher glaube ich, dass es eher nicht passieren wird. Aber
ich glaube, wir werden eben auch Zeiten sehen, wo das Thema sicherlich dann auch mal heißer werden wird. Da muss noch ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen. Aber ich freue mich darauf, dass die Frauen sich den Männern annähern, was ihre Qualität betrifft. Und das betrifft natürlich nicht nur das Spiel auf dem Platz, sondern natürlich auch die Leistung der Trainerinnen. Und da hat es ja schon einige Versuche gegeben, dass Frauen im Männerfußball unterwegs gewesen sind. Und von dem her glaube ich nicht, dass das der letzte Versuch gewesen ist. Ob es dann direkt in der Bundesliga sein wird, das werden wir sehen. Aber ich bin mir sicher, dass dort in diese Richtung noch mehr passieren wird. Besten Dank, Herr Knebel, liebe Grüße nach Schalke. Danke Ihnen, schönen Tag noch. Ebenso.